meinem Kollegen Herrn Kaczynski, den ich an dieser Stelle gerne vorstelle. Er ist auch Postdoktorand hier am Institut für Islamische Theologie, hat studiert islamische und jüdisch-christliche Religionswissenschaft, und jetzt kommen auch noch ganz viele Nebenfächer, mittlere und neuere Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt, und hat seine Dissertation im Bereich der Islamwissenschaft geschrieben zum Thema juridische Hermeneutik der hanafitischen Rechtsschule am Beispiel des vierten Werks Mephat al-Usul il-Usul von Bullard Hosbaum. War zu diesem Zweck auch Promotionsstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung für 2 Jahre und hat hier die Schwerpunkte islamische Rechtstheorie, Usul Fiqh, Rechtspraxis und Rechtsliteratur im Osmanischen Reich und noch einige weitere. Hier wird er jetzt sprechen über theologische Argumentationsmuster im medizinethischen Diskurs. Liebe Mitarbeiter, liebe Gäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, Mona, für diesen vollen Vortrag. Nachdem du jetzt über die theologischen, philosophischen Prämissen der medizinethischen Fragestellungen referiert hast, bewegen wir uns nun weiter zu einem anderen wichtigen Bereich der islamischen Theologie, nämlich, wie Sie sagten, einem Zwischenbereich Fiqh und Usul al-Fiqh. Laut Imam al-Ghazali, der in seinem ersten Usul al-Fiqh al-Manqul, die Wissenschaften der islamischen Theologie eingeteilt, meinte, dass die Wissenschaften der islamischen Theologie aus 3 Wissenschaftsdisziplinen besteht, nämlich Kalam, Fiqh und Usul al-Fiqh. Das heißt, da geht es um die prinzipiellen Fragestellungen auch der Wahrheitsfindung, was existiert, damit beschäftigt sich der Kalam. Wie müssen wir handeln? Was ist das Gute und wie müssen wir handeln? Damit beschäftigt sich der Fiqh-Bereich. Und wie erkennen wir das, was existiert? Und wie begründen wir quasi das, was existiert? Und wie unsere Handlung aussehen soll? Und damit beschäftigt sich Usul al-Fiqh. Und mein Thema heute bewegt sich zwischen den Bereichen Usul al-Fiqh und Fiqh. Das heißt, ich werde mich wenig um die theologischen, philosophischen Prämissen der Argumentation kümmern, das hat Frau Tatari schon getan. Das heißt, bei mir wird es eher sozusagen methodisch orientiert sein. Auch meinen Titel habe ich auch mehr oder weniger eingegrenzt und mich auf den Bereich der Anwendung der Paradigmatie, der medizinischen Fragestellungen beschränkt. So. Genauso wie die islamischen Wissenschaften als Ganzes ein System bilden, so bildet auch der Teilbereich des Fiqh ein in sich geschlossenes System an verschiedenen Subdisziplinen und Methoden. Fiqh beschäftigt sich mit Handlungsnormen und erstreckt sich von Gottesdiensten über Ehe, Handelsbeziehungen, Lebensmittel, Kleidungsvorschriften bis hin zu Strafen. Er regelt demnach alle Lebensbereiche des Lebens, auch als solcher hat er sehr viele Ähnlichkeiten auch mit der jüdischen Gesetzgebung der Halacha, die ebenfalls das gesamte Leben eines Menschen zu Regeln beansprucht. In den beiden Hauptquellen, Koran und in der Sunna, werden nur wenige Bereiche ausführlich behandelt. Meistens gibt es lediglich allgemeine Prinzipien zu diesen Themen. Deshalb gibt es in den Fiqh-Texten den Leitsatz: Die Texte sind begrenzt, aber die Fälle sind unbegrenzt. Deshalb müssen von den unbegrenzten Texten, von den begrenzten Texten unbegrenzte Menge an Handlungsnormen abgeleitet werden, um den verändernden gesellschaftlichen Prozessen gerecht zu werden, ohne Debatte an Substanz zu verlieren. Also das, was in der Mitte ist, ist Koran und Sunna. Und das, was später kommt, sind eben die einzelnen Fragestellungen, die wir ständig eben erweitern, wozu der Koran und die Sunna nur die Grundlage bildet, was eben rational weitergedacht werden muss. Wie auch hier ersichtlich wird,
muss dieser Prozess der Ableitung von Normen unausweichlich die Vernunft und die menschliche Erfahrung mit einbeziehen, um ein systematisch durchdachtes System an Handlungsnormen erkunden zu können. Was am Anfang kasuistisch, einzelfallorientiert und rudimentär begann, wurde mit der Zeit systematischer, sodass sich verschiedene Subzweige und Literaturzweige entwickelt haben, die sich mit verschiedenen Aspekten menschlicher Handlungen aus philosophischer, theoretischer, methodischer, praktischer Hinsicht befasst haben. Also dieses Schema soll die verschiedenen Disziplinen, das folgt nur ein Ausschnitt der verschiedenen Disziplinen darstellen. Unten befindet man sich auf der Foucault-Ebene, in der es um die einzelnen Handlungsnormen geht. Foucault bietet die Quellen- und Methodenlehre. Aber heute von mir, worum es heute gehen wird, im Vortrag, bietet sozusagen übergeordnete allgemeine Rechtsprinzipien, unter denen auf einzelne Normen funktioniert werden. Das heißt, es ermöglicht einen allgemeinen systematischen Blick auf die einzelnen Normen und daraufhin baut dann die Philosophie des islamischen Rechts auf, nämlich Makras und Scharia, in der es um die allgemeinen Ziele der Religion geht. Die wiederum werden dann bei der praktischen Umsetzung der Normenlehre berücksichtigt, nämlich im Bereich der Fetwa, der Rechtsgutachten und der richterlichen Urteile im Qadha. Und diese Urteile, die die Kontexte berücksichtigen, finden wiederum Zugang in den Bereich der Kulturfolk und die wiederum im Schulfolk, sodass der ganze Komplex eben nicht starr abgeschlossen ist, sondern eben dynamisch sich ständig fortentwickelt. Und wir befinden uns gerade auch in diesem Diskurs, auch in Anlehnung an Musters Traditionsbegriff, Norman Taleressert, diskursive Tradition, befinden wir uns heute auch im Bereich der islamischen Theologie innerhalb dieser Tradition, der wir uns sozusagen anhängen und weiter dynamisch fortentwickeln. Ohne diese Disziplin zu kennen, lässt sich das klassische Erbe des islamischen Rechts nicht wirklich für den heutigen Diskurs gewinnen. Deshalb muss die gesamte Systematik auch natürlich in ihrer historischen Bedingtheit verstanden werden. Vor allem bei den aktuellen Fragestellungen, über die es in den Primärtexten, aber auch in den Rechtswerken keine direkte Präzedenzfälle gibt, weil es eben ganz neue Teilfragestellungen sind, bedarf es bei der Orientierung allgemeinerer Prinzipien und Maximen und einer gewissen Systematik, um den Essenz der neuen Fragestellungen erfassen und im Fluchtdiskurs verorten zu können, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Dazu eignet sich die Arbeit von Trier, Literatur besonders gut. Vor allem in den zeitgenössischen Fetwa-Gebungsprozessen greifen die Gelehrten verstärkt auf die übergeordneten allgemeinen Prinzipien des islamischen Rechts, die unter anderem auch in der klassischen Stellung mittlerweile verliert zurück. Wobei hier auch eine sehr starke Kritik laut geworden ist, dass durch die obsessive Verwendung der Maqasid, also einer zielorientierten Auslegung, sich eine fast schon utilitaristische Herangehensweise entwickelt hat. Seit Abduch und Richter Luther wird der Maslaha-Begriff als hermeneutischer Generalschlüssel verwendet, um die Religion mit modernen Werten in Einklang zu bringen und alle möglichen Probleme zu lösen. Die methodischen Probleme, die dadurch entstanden sind, haben Gelehrte dazu bewegt, das Erbe des islamischen Rechts ganzheitlicher zu betrachten, um klassische Methoden im neuen Kontext fruchtbar machen zu können. Der Tawaid al-Kulliyya rückt deshalb in letzter Zeit immer mehr in den Fokus und wird als eine Ressource immer stärker in die theologischen Argumentationen herangezogen. Die fallbezogene, partikulare Sicht der Rechtsnormen würde den Blick für das Allgemeine ganzheitlicher verdecken, sodass man vor lauter Bäumen den Wald übersieht und sich statt mit den wichtigen grundsätzlichen Themen zu befassen, sich vielmehr mit unnötigen Details aufhält. Die Tabellen und Papier bieten hier eine Hilfestellung, die einerseits eine ganzheitliche, prinzip- und zielorientierte Herangehensweise gewährleisten und auf der anderen Seite den Zugang zum traditionellen Erbe gewährleisten, indem wir nicht die einzelnen kontextuell gebundenen Normen für heute fruchtbar machen, sondern die Prinzipien, die über zeitliche Anwendung gebracht werden können. Somit kann man neue Herausforderungen aufgrund der allgemeinen Charakter und der Flexibilität dieser Maxim besser angehen. Schaut man sich die Stellungnahmen und Gutachten der Fetwa-Gremien zu den verschiedenen aktuellen Fragestellungen an, so wird man beobachten, dass die Verwaltung Kollegen bei der Argumentation eine große Rolle spielen. Im Jahr 2008 gab es in Riyadh ein Symposium mit dem Titel Nadwatu Tatbiq al-Qawaid al-Kulliyya ala Masail al-Tibbiyya, in dem Gelehrte aus unterschiedlichen Ländern die Anwendung der Qawaid bei medizinischen Fragestellungen diskutiert haben. Mein Vortrag basiert zum größten Teil auf diesen Vorträgen. Auf dieser Seite finden Sie die ganzen Texte und Präsentationen, auch die Vorträge auf diesem Symposium. Ich kann die Folie auch hochladen, wer interessiert. Dort gibt es auch allgemeine Texte zu Qawaid al-Fiqh, also eine sehr gute Sammlung, wer sich dafür interessiert.
So, was sind die Verwandlungen hier? Es gibt in der Literatur verschiedene Aufteilungen in der Literaturgattung. Aber durchgesetzt hat sich, haben sich fünf Hauptprinzipien, die man auch Al-Kawaili al-Kubra nennt, die man fast in allen Bereichen des Fiqh in Anwendung bringen kann. Dazu gehören zum Beispiel das Prinzip Al-Umur bima qasidiha, das heißt, die Dinge sind nach ihren Zwecken zu beurteilen, was eben sehr allgemein gefasst ist, aber speziell dann in einzelnen Fragen schon immer wieder angewandt werden kann, als Orientierungsmuster. Zweitens, die Gewissheit schwindet nicht durch Zweifel, Al-Yaqin la yuzal bi-Shakk. Drittens, Al-Mashaqqati wa-Taysir, die Schwierigkeit zieht Erleichterung nach sich. Al-Darar yuzal, Schaden ist abzuwenden. Oder Al-Adam al-Hakama, die Gewohnheit hat rechtliche Autorität. Und Notwendigkeiten machen die verbotenen Dinge erlaubt. Al-Darurat, Tubihul, Mahzurat. Das sind die fünf, oder beziehungsweise sechs Hauptprinzipien, die in den Werken immer wieder, deswegen als die fünf Hauptmaximen auftauchen. Und in diesen fünf universalen Maximen geht es hauptsächlich um ethische Prinzipien der Intention, Sicherheit, Beseitigung von Mühsal, Bedrängnis, Beseitigung von Schaden und Gewohnheit. Das heißt auch, deshalb können Sie auch im Bereich der Bioethik oder Medizinethik eben als Argumentationsgrundlage auch gut herangezogen werden. So, was sind Kawaid? Nochmal vielleicht zum Mitlesen. Das sind aus den einzelnen Bestimmungen abstrahiert übergeordnete Prinzipien, unter denen einzelne Fälle subsumiert sind und in fast allen Bereichen gültig sind, die jedoch nicht absolut gültig sind und weil sie eben allgemein gefasst sind, bedarf es immer noch einer spezifischen, genauen Betrachtung der einzelnen Normen. Das heißt, sie können lediglich Orientierungen bieten. Das heißt, sie werden mittels der Induktion geworden und berühren allgemein gültige Prinzipien. Sinn und Nutzen vom Kawaid, das ist ein ganzheitliches Bild über die Handlungsnormen, das darstellt, die Greifen der Logik hinter der Begründung von Normen, eine gewisse Systematik, das heißt, die Gesetzmäßigkeiten werden besser erkannt und die Beziehungen zwischen einzelnen Handlungsnormen besser verstanden. Kawaid sind das Ergebnis einer langen Erfahrung und Systematisierung und repräsentieren ein Stadium größerer Professionalität und Abstraktion. Die Entstehung der verwalteten Tierliteratur beginnt in der heutigen Form, wir sehen, erst im 5. Jahrhundert nach der Hijra und wird dann systematisch weitergedacht und ist auch im heutigen Diskurs auch sehr stark, wird sehr stark herangezogen. So, ich werde in meinem Vortrag versuchen, diese Prinzipien oder anhand dieser Prinzipien, besser gesagt ausgehend von den Fatawa der Rechtsgelehrten, die Anwendung der Prinzipien in diesen Fatawa eben darstellen und in welchen Bereichen sie zur Anwendung kommen. Also die allgemeinen Bewertungskategorien der Offenbarung sind ja die fünf, das heißt verpflichtend, also entweder ist eine Handlung verpflichtend, empfohlen, freigestellt, verpönt oder verboten. Und das Grundprinzip, was bei allen oder fast allen Handlungsnormen gilt oder der allen Handlungsnormen zugrunde liegt, ist, das Grundprinzip auf einen erarbeiteten Verkehr. El-Asru fil Escher el-Ibaha. Das heißt, die Regel bei den Dingen ist das Erlaubtsein. Das heißt, alles ist so lange erlaubt, bis es ein explizites Verbot gibt. Dazu gibt es eine Ausnahme, nämlich ebenfalls eine Regel, wo es heißt, die Regel bei den Seelen und den Gliedern ist das Verbotensein. Kann man es wörtlich übersetzen? Damit ist gemeint, dass eben dass das Leben und die Gliedmaßen eben unantastbar sind, dass das sozusagen die Grundlage ist. Das heißt, dieses Prinzip bildet sozusagen die Ausnahme des allgemeinen Grundprinzips, dass alles, alle Dinge prinzipiell erlaubt sind. Das heißt, und speziell auch bioethische oder medizinische Fragen betrachtet, bedeutet es, dass alle Fragen, die sich im Schutzbereich des Menschen befinden, prinzipiell verboten sind, dass Eingriffe in sozusagen dem menschlichen Körper prinzipiell verboten sind, es sei denn, sie sind explizit erlaubt worden. Das heißt, hier geht man, heißt diese Hurma, die Unantastbarkeit des menschlichen Körpers, setzt eine gewisse philosophische, theologische Prämisse voraus, nämlich, dass der Mensch aufgrund seines Erschaffens, seiner Würde,
dass dem Mensch eine Menschenwürde zukommt, aufgrund eben seiner Erschaffung, was auch im koranischen Vers mit dem Begriff Karama zum Ausdruck kommt, wo es heißt, Walaqad karamna bani Adam, das heißt, wir haben die Kinder Adams geehrt, und aus diesem Wort wird das Wort Menschenwürde oder Karama von Insan abgeleitet. Man muss natürlich sagen, dass die Zusammenstellung Karama von Insan ein Neologismus ist, was in den Menschen, im Zuge der Menschenrechtsdebatten entstanden ist. Das heißt, Karama von Insan ist kein klassischer Begriff, sondern wurde jetzt analog zum Menschenwürde-Begriff entwickelt. Aber die Idee, die dahinter steckt, nämlich, dass der Mensch unantastbar ist und dass der menschliche Körper unversehrt bleiben muss, ist eine uralte Idee, was schon im 8. Jahrhundert zum Ausdruck gebracht wurde, mit dem unter anderem den Begriff El-Ismet Bil-Adamiyya. Das heißt, die Unantastbarkeit der Person ist aufgrund seines Menschseins schon bei Ibn Hanifa vorzufinden. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es das Konzept der Menschenwürde, wonach der Mensch unantastbar ist und auch der menschliche Körper und dementsprechend auch die sexuelle, persönliche, moralische, auch körperliche Integrität des Menschen geschützt ist und das vor allem durch Verbote zum Ausdruck gebracht wird. Diese Konzeption der Menschenwürde und Unversehrtheit des Körpers steht nun in einem Konflikt mit den allgemeinen Interessen, den gesellschaftlichen Interessen, sozusagen, oder mit dem Nutzen, oder Nutzenabwägung, oder mit der zielorientierten Auslegung. Das heißt, während es absolut verbotene Eingriffe gibt, wie zum Beispiel Selbstmord oder Leichenverbrennung, die unter keinen Umständen erlaubt werden können, weil es eben die extremsten Formen der Eingriffe in den menschlichen bedeuten, gibt es auch Angriffe wie das Sezieren von Leichen, die trotz der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit aufgrund des allgemeinen Interesses und Nutzens gerechtfertigt werden können, wobei weiterhin das grundsätzliche Verbot aufrechterhalten wird. Wie das dann konkret aussieht in den einzelnen Fällen, können wir anhand der konkreten Verwaltung betrachten. Die fünf obersten Hauptprinzipien werden in manchen Werken der Karafi noch einmal zusammengefasst in einem obersten Prinzip der Hauptprinzipien, und das wird meistens als Jalbul Manafia oder Masalih oder Daf'ul Mafasid da wiedergegeben. Das heißt, Nutzen herbeiführen und Schaden abwenden soll das ultimativste Ziel der Scharia sein. Und alle Gebote und Verbote sollen eben dieses Ziel verfolgen, dass eben Nutzen herbeigeführt werden soll und Schaden abgewendet werden soll. Und dazu gibt es auch ein anstrengendes Prinzip, nämlich dass die Abwehr eines Übels der Gewinnung eines Nutzens vorzuziehen ist. Das heißt, wenn diese beiden kollidieren, Nutzen und Schaden, muss sozusagen die Abwehr eines Übels vorgezogen werden. Darbul Mafsada, Muqaddamun ala Jalbil Maslaha. Und neben diesen zwei Grundprinzipien, Al-Aslu fil Isha al-Ibaha, Al-Aslu fil Anfus wal Atraf al-Hurma, und dem obersten Prinzip, dass das Hauptziel die Herbeiführung des Nutzens und der Abwehr von Schaden, gibt es auch noch die sogenannten Maqasid al-Sharia, die aufgeteilt sind in Daruriyat, Badiyat und Tahsiniyat, die sozusagen in jedem Fall berücksichtigt werden müssen, wenn es darum geht, abzuwägen, ob etwas gerechtfertigt ist oder nicht, ob ein Eingriff in den menschlichen Körper gerechtfertigt ist oder nicht. Nun kommen wir konkret zu den einzelnen Themen, also die Leichenöffnung. Das heißt, darf eine Leiche geöffnet werden für die Ausbildung von Medizinern, die Ergründung von Todesursachen oder die Aufklärung von Verbrechen? Auch hier gilt natürlich die grundsätzliche Regel, Unversehrtheit des Toten und des Lebenden. Das heißt, die Unversehrtheit gilt nicht nur für den Lebenden, sondern auch für den Toten. Deshalb muss abgewogen werden. Das Kernprinzip, das hierbei nur wieder herangezogen wird, ist Ad-Darurat, Tubihul, Mahzurat. Das heißt, Notwendigkeiten machen die Verboten gegen Erlaubten Gebot. Das ist sozusagen das Kernprinzip. Nun muss natürlich definiert werden, was Notwendigkeit bedeutet. Wann beginnt Darurat und wann hört es auf, wo sind die Grenzen? Ansteckendes Prinzip dazu, das heißt, Notwendigkeiten machen Verboten Dinge nicht beliebig erlaubt, sondern Ad-Darurat, Tubat, Darurat, Tubat, Darurat.
Das heißt Notwendigkeit. Und Notwendigkeit ist nach ihrem Ausmaß zu veranschlagen. Was heißt das konkret? Wenn es darum geht, die Begründung von Todesursachen, also Autopsie durchzuführen, dann ist das zunächst einmal eine Notwendigkeit, um ein Verbrechen aufzudecken. Aber dieses Aufdecken, das heißt diese Erlaubnis, ist eben kein Freibrief für alle weiteren Fälle, sondern nur ein Erlaubnis für einen bestimmten Fall. Das heißt, alle weiteren Fälle müssen nun eigens begründet werden, damit sie durchgeführt werden können. Das heißt, die Notwendigkeit oder die Erlaubnis der Notwendigkeit ist immer nach ihrem Ausmaß zu veranschlagen. Oder ein anderes Beispiel, das gebracht wird, wenn eine Frau sich von einem männlichen Arzt oder von einem Mann, einer Ärztin behandeln lässt, kann es sein, dass, also das wird damit legitimiert, wenn kein männlicher Arzt da ist oder keine Ärztin da ist, darf sie sich auch von einem männlichen Arzt ihn behandeln lassen. Das heißt, das ist, da greift das Darura-Prinzip. Aber nur in dem Maße, dass sie eben, dass der Arzt nur die Bereiche sehen kann, die auch notwendigerweise erforderlich sind für die Behandlung. Das heißt, dort gibt es quasi Grenzen. Ein weiteres Prinzip, was bei der Leichenöffnung herangezogen wird, ist die Abwägung zwischen privatem und öffentlichem Nachteil. Das heißt, ein privater Nachteil ist hinzunehmen, um einen öffentlichen Nachteil abzuwenden. Das heißt, die Öffnung des menschlichen Körpers, um die Autopsie durchzuführen, ist zwar ein Schaden, was an dem menschlichen Körper ausgerichtet wird, aber dieser Schaden hat einen öffentlichen Nutzen. Und wenn man sozusagen diese beiden Schaden abwägt, dann ist der öffentliche Nutzen eben überwiegender und deshalb ist es vorzuziehen. Und ein anderes Prinzip, was eben auch die Idee zum Ausdruck bringt, ist Maslacha al-Ahma, Aqwa min Maslacha, min Maslacha al-Karamat al-Mayyit. Das heißt, das Allgemeinwohl ist vorrangig gegenüber der Unversehrtheit des Toten. Das heißt, auch der tote Körper ist normalerweise eben unantastbar, sollte unversehrt bleiben, aber in diesem Falle greift ein anderes Prinzip, das Allgemeinwohl, und deshalb ist dies vorzuziehen. Das heißt, der Nutzen ist größer als der verursachte Schaden in diesem Prinzip, und deshalb ist der Nutzen vorzuziehen. Und auch dazu gibt es ein einschränkendes Prinzip, das heißt, was wir vorhin auch gesehen haben, das heißt, Notwendigkeit ist nach dem Ausmaß zu veranschlagen. Auch hier darf eine Leiche nur geöffnet werden, wenn es eben notwendig ist, wenn es sozusagen zu Ausbildungszwecken benutzt werden muss. Oder, was war das andere Beispiel? Aufklärung von Verbrechen, Projektierung von Todesursachen, Ausbildung von Medizinern. Also nur in dem Maße, wie es auch notwendig ist. Und ein weiteres Prinzip, was als Einschränkung immer wieder angeführt wird, ist El-Achdu bil-Ihtiyat, die Vorsicht einschalten. Dass man nicht zu schnell reagieren darf und alles Verbotene quasi erlauben sollte. Genau, ein weiterer Bereich, wo diese Prinzipien zur Anwendung kommen, ist die Behandlung einer Frau durch einen männlichen Arzt oder umgekehrt. Auch hier grundsätzliches Verbot, auch hier die sexuelle körperliche Integrität, sollte durch Verbote gewährleistet werden, laut den Argumentationen der Rechtsgelehrten. Und auch hier gilt zunächst einmal das Prinzip der Darurat wie von Maqsurat. Notwendigkeiten machen verbotene Dinge erlaubt, sodass es auch erlaubt ist, dass Männer oder Ärzte eine Frau behandeln. Manchmal ist jedoch nicht unbedingt eine Notwendigkeit da, sondern eben ein Bedürfnis, ein besonderes Bedürfnis, was ansteht, dass ein bestimmter Arzt eben die Verhältnisse einer Frau besser kennt als eine Ärztin. In diesem Fall ist es keine Notwendigkeit, aber ein besonderes Bedürfnis. Und in diesen Fällen wird sozusagen das Bedürfnis den Rang einer Notwendigkeit einnehmen. Das heißt, Al-Hajja tanzil manzilat al-Darura. Obwohl es keine Notwendigkeit ist, wird das sozusagen so bewertet, als ob es eine Notwendigkeit wäre. Von daher kann dies auch als ein Darura bewertet werden.
Auch hier dann die Einschränkung etwa Ola, Topato oder Bipatrila. Und dann eine weitere Regel, was angewandt wird, ist Majaza Leodrin, Patala Bisawale. Das heißt, was aufgrund eines Entschuldigungsgrundes zulässig ist, wird durch dessen Schwinden hinfällig. Das heißt, das Aufsuchen der Frau, oder dass ein Arzt eine Frau behandeln durfte, war deshalb zulässig, weil es keine Ärztin gab. Also die Argumentation. Und wenn diese Entschuldigung nicht mehr da ist, dann ist auch sozusagen die Erlaubnis hinfällig. Das heißt, mal wieder seine Urin, Batala Bisawale. Dann muss sie sich normalerweise wieder umschauen. Und ein weiteres Prinzip, Ida Sala Mania, wenn das Hindernis aufgehoben ist, kehrt das Verbot zurück. Aber es kann auch vorkommen, dass eine Frau eben eine längere Zeit von einem Arzt behandelt wurde und von deshalb ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, um das eben nicht zu zerstören, gibt es eben ein weiteres Prinzip, was eben dann greift, ist ein Mischabritte-Technologie-Beteiligungsmengen-Erleichterung. Klar, das wird in den Fetwas herangeführt, um sozusagen gewisse Aspekte zu behandeln. Schwangerschaftsabbruch. Auch dort, also gestern haben wir es auch gehört im Vortrag von Dr. Adel Bar, dass im islamischen Recht überwiegend eine abgestufte Unantastbarkeit des Embryos bis zur Beseelung eben als Grundlage genommen wird. Und das Grundlegende beim Schwangerschaftsabbruch ist wiederum die Forma. Da greift das erste Prinzip, wenn jemand sozusagen abtreiben möchte, la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milkil ghayri biladihi. Niemand ist es erlaubt, über das Vermögen eines anderen zu verfügen. Das heißt, dass der Körper und das Leben nach der Mitgift-Theorie ein Geschenk Gottes ist und worüber nur Gott selbst verfügen darf und nicht die Menschen selbst. Oder eben dort wieder das Prinzip ein Astrophilanfus vor der Traf, eine Forderung. Wenn es um das Leben und um die Gliedmaßen geht, dann ist dort die Unantastbarkeit und das Verbot die Grundlage. Aber aufgrund der abgestuften Unantastbarkeit des Embryos ist es im islamischen Recht erlaubt, teilweise mit einer bestimmten Begründung, doch vor dem 40. Tag oder vor dem 120. Tag abzutreiben, und das begründet man in der Regel mit der Nähe, mit der Absicht, eine Modula Facita. Wenn dahinter eben die Absicht steckt, dass die Frau eben ihr Körper dadurch keinen Schaden zufügen möchte oder ihre Figur eben schützen möchte, dann ist das kein legitimer Grund für die Gelehrsamkeit. Deswegen ist sozusagen dort die Absicht nicht in Ordnung, um abzutreiben. So, wie sieht es aus beim Abbruch nach dem 120. Tag wegen Lebensgefahr der Mutter? Dort greift das Prinzip, إِذَا تَعَرَدَتْ النَّفْسَتَانِ رُؤِيَ أَحْصَنْهُمَا ضَرَرًا لِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا. Das heißt, wenn zwei Schäden kollidieren, nämlich die Gesundheit der Mutter und das Verbot am 120. Tag, nach dem 120. Tag abzutreiben und die Gefahr, die Lebensgefahr der Mutter. Also zwei Schäden, die kollidieren, dann wird der größere berücksichtigt, also die Lebensgefahr der Mutter, indem das kleinere Übel eben zu wenig ist. Das heißt, das Kind oder es wird abgetrieben, damit sozusagen die Lebensgefahr der Mutter eben nicht damit sie eben nicht in Lebensgefahr gerät. Oder Ad-Darar al-Ashad yuzal bid-Darar al-Akhaf. Das größere Übel wird durch das kleinere beseitigt. Auch ein weiteres Prinzip. Und das wird in vielen anderen Kontexten auch immer wieder verwendet. Und wie sieht es aus bei einer HIV-Infektion? Der Mutter soll das Kind abgetrieben werden oder nicht? Und dort greift wiederum das gleiche Prinzip, indem es heißt, das größere Übel, nämlich die Abtreibung, wird durch das kleinere beseitigt, nämlich mögliche HIV-Infektion nach der Geburt. Das heißt, es ist gar nicht gesichert, dass auch das Kind HIV infiziert wird. Das heißt, es ist eine Möglichkeit und dadurch wird sozusagen das kleinere Übel bevorzugt, indem sozusagen nicht abgetrieben wird, um dadurch das größere Übel, nämlich Abtreibung, zu unterbinden. Wie sieht es aus in der Abtreibung nach außerehelichem Verkehr? Auch das wird behandelt und dort ist das Kernprinzip Arufasu la tunatu bil ma'asi. Das heißt, die Konzessionen Arufas werden nicht an sündhafte Verhalten geknüpft.
heißt die Elder. Dabei sollte nicht ein, die Grundlage sollte nicht ein sündhaftes Verhalten sein, um dadurch auch das allgemeine Wohl gewährleisten zu können. Und das nächste Prinzip, der Tasarruf für eine Raiya, die Minuten will Maslahat. Also die Angelegenheiten der Bürger sind mit dem allgemeinen Wohl verbunden und nicht sozusagen auf der Grundlage sündigen Verhaltens. Oder Abtreibung nach Vergewaltigung. Dort greifen die Prinzipien Raf wal Haraj, Raf wal Haraj eigentlich, Aufhebung von Bedrängnis oder Ad-Darar Yuzal, Schaden ist zu beseitigen. Genau. Durch Vergewaltigung. Und genau, beim dritten Prinzip ist die Frage, was passiert nach dem 120. Tag. Also, das heißt, da kollidieren zwei Prinzipien. Das Verbot abzutreiben nach dem 120. Tag und aber sozusagen die Bedrängnis, ein Kind zu bekommen, was von einer Vergewaltigung sozusagen stammt. Und dort ist das Prinzip Ad-Darar la yuzal bid-Darar. Nämlich Schaden wird nicht durch einen anderen Schaden beseitigt. Ein Schaden darf nur durch einen kleineres Übel beseitigt werden, aber nicht durch einen Schaden, was eben auf der gleichen Stufe ist. Von daher darf hier eben nicht abgetrieben werden nach dem 120. Tag. Und auch im Bereich der Organtransplantation spielt das eine Rolle. Zwei Beispiele habe ich und dann ist es auch zu Ende. Organtransplantation, das heißt die Kontra-Argumente in diesem Bereich benutzen in der natürlich mehrere, aber in der Regel diese drei Argumente, wo es heißt, Ad-Darar la yuzal bid-Darar. Das heißt, Schaden wird nicht durch einen anderen Schaden beseitigt. Das heißt, bei der Organtransplantation erfahren wir erstmal einen Schaden, dass der menschliche Körper geöffnet wird. Operiert wird. Das heißt, das ist eine Übertretung. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen das Ziel, ein Menschenleben zu retten. Aber das Ziel, einen Schaden aufzuheben, also ein Menschenleben zu retten, darf nicht zu einem anderen Schaden führen, was genauso groß ist. Das heißt, laut den Gegnern der Organtransplantation ist das etwas, was eben durch dieses Prinzip ausgeschlossen ist. Das heißt, man darf nicht einen menschlichen Körper opfern, um einen anderen Menschen zu retten. Und das nächste Prinzip ist im Prinzip das gleiche, sondern nur mit einem kleineren Übel kann es beseitigt werden. Und ein anderes Prinzip, was auch interessanterweise herangeführt wird, ist, was eher im Bay-Bereich vorzufinden ist, ma jaza bay'uhu, jaza ibatuhu, wa ma la fala. Das heißt, das, dessen Verkauf erlaubt ist, darf auch gespendet werden. Das heißt, und wenn es nicht erlaubt ist, dann darf es nicht gespendet werden. Das heißt, dass der Verkauf von Organen ist ja verboten, also darf auch die Spende von Organen nicht erlaubt sein, nach diesem Prinzip. Also muss auch sozusagen die Spende von Organen verboten sein. Diejenigen, die sozusagen pro argumentieren, beziehen sich auf das Prinzip der Nähe, also der Umut über Basilia. Und das heißt, wenn die Absicht rein ist, nicht aus kommerziellen Zwecken, sondern mit dem Ziel, Leben zu retten, erfolgt, dann ist das legitim. Oder das Prinzip des Darar, was wir vorhin erwähnt haben, Ad-Darar Yuzal, Schaden muss behoben werden. Oder Haja, ein Bedürfnis besteht hier, was auch eben entsprechend gelöst werden muss. Und dann erfolgt eben das Prinzip, was wir vorhin auch genannt haben, wenn zwei Schäden kollidieren, dann wird der größere berücksichtigt, wenn das kleinere Übel zu wählen ist. Das heißt, das kleinere Übel ist hier die Entnahme der Organe aus dem seinem toten Körper oder noch nicht toten Körper. Das wäre das kleinere Übel und sozusagen der Nutzen wäre dann, die Organe zu transplantieren und damit ein Leben zu ermöglichen. Und damit verbunden mit den ganzen Aspekten ist das Prinzip Tatarayir al-Ahkam, Tatarayir al-Zaman. Das heißt, dass die Handlungsnormen sich entsprechend dem Wechsel der Zeiten auch ändern. Ein Fazit hebe ich mir dann für die Diskussionsrunde auch. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Genau.